Kennst du das auch? Diese ständige Frage, was sollen wir heute wieder essen? Vor allen Dingen jetzt im Lockdown, wenn alle zu Hause sind. Es soll lecker sein, aber auch schnell und einfach. Und da gehen einem doch mal tierisch schnell die Rezepte aus. Und irgendwann ist Pasta mit Tomatensauce auch mal sowas von, hängt einem aus dem Hals raus. Auf jeden Fall ist es bei uns so. Ich meine, es geht irgendwie immer, aber irgendwann will man doch mal Abwechslung. Und deswegen teile ich heute mit dir unsere 5 Lieblingsrezepte, die mega schnell gehen, einfach sind und die Kinder und Samuel lieben. Und die Rezepte sind auch noch richtig günstig und aus Zutaten gemacht, die fast jeder so ziemlich immer zu Hause hat. Und sind dazu auch noch gesund. Und sie passen auch für Familien, wo sich nicht alle vegan ernähren und wo sich jeder anders ernährt, weil die kann man noch so richtig schön anpassen. Rezept Nummer 1, Pfannenbrot. Das ist total schnell gemacht, aus ganz wenigen Zutaten, mit den Kindern zusammen in der Küche, so viel Spaß. Und hinterher kann sich jeder das so belegen, wie er oder sie möchten. Lorella und Samuel mögen das am liebsten mit Avocado, Sprossen und Tomate drauf. Und auch der Leonard fährt voll auf Avocado ab. Und das Tolle ist, du kannst das Rezept auch variieren. Du kannst es auch glutenfrei machen mit zum Beispiel Braunhirsemehl. Rezept Nummer 2, unser Reissalat. Der ist ganz schnell gemacht. Wir nehmen einfach ein paar tiefgefrorene Gemüsesorten wie Erbsen, Mais, schnippeln ein bisschen frische Paprika noch mit rein und dann weiche ich den Reis optimal noch vorher ein und dann kocht er nämlich auch kürzer, vielleicht so 10, 15 Minuten und dann ist auch dieses Rezept super mega schnell fertig. Ein bisschen Gemüsebrühe gebe ich in den Reis mit rein und dann sind meine 3 Liebsten mega gut versorgt. Auch hier kann man wählen, dass man es als Hauptgericht oder aber als Beilage nimmt und dann kann sich jeder vielleicht einen veganen Burger Patty, vielleicht auch noch ein Brot nebenbei oder aber auch was anderes dazu, was vielleicht nicht veganes ist. Da kann jeder frei entscheiden. Auch für unterwegs ist dieses Gericht mega toll. Rezept Nummer 3 sind unsere Kartoffelröstis, weil wir sind einfach mal Kartoffelliebhaber, vor allen Dingen die Kiddies und auch Samuel findet Kartoffeln in der Art und Weise richtig lecker. Dazu reiben wir einfach Kartoffeln, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Gemüsebrühe ran und dann braten wir das Ganze und können das auch individuell belegen mit den Sachen, die wir gerne mögen. Vielleicht veganen Käse mit frischem Gemüse, aufgeschnippelt Avocado. Der Fantasie sind auch hier keine Grenzen gesetzt. Rezept Nummer 4 ist unsere allseits beliebte Avocado-Creme. Auch die geht mega schnell. Einfach eine reife Avocado, ein bisschen quetschen, Salz, Pfeffer und Zitrone drauf und dann kann man das zu Pasta essen. Dann ist das auch mal eine Variante. Man kann es aufs Brot machen, auf das Pfannenbrot drauf. Man kann es mit Obst und mit Gemüsesticks dippen. Wir lieben da vor allen Dingen Paprika, Gurke, Möhre oder man kann sich die auch zum Salat dazu machen. Also auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Mit Reis dazu, mit Hirse, mit Quinoa. You name it. Und Rezept Nummer 5 ist ein Kartoffelsalat, aber der mal ganz anders mit Feldsalat und Sprossen. Oliven drauf, ein paar Mandeln und da sind auch wirklich so ziemlich alle Nährstoffe drin in diesem Rezept. Ist super einfach gemacht. Das Einzige, was man machen muss, ist die Kartoffeln vorzukochen und das kann man früh morgens schon vielleicht vor der Arbeit machen, damit die abends dann schon fertig sind. Dann schneidet man die ein bisschen auf. Oder aber backt die ein bisschen im Ofen, wenn man das gerne möchte. Und ansonsten haut man einfach den Salat zusammen mit Feldsalat, Mandeln, Sprossen dazu, Oliven, was man da gerne drin hat, die Kartoffeln da rein. Das ist richtig, richtig lecker. Noch ein leckeres Dressing dazu, ein Erdnussdressing. Das verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Das findest du auf meinem Blog. Und alle sind versorgt und glücklich. Auch zu diesem Salat kann jeder die Beilage wählen, die er möchte. Oder aber einfach auch nur den Salat so pur essen. Weil Kartoffeln machen auch richtig gut satt. Mehr von unseren Lieblingsrezepten und vor allen Dingen meinen Lieblingsrezepten findest du im Social Calendar oder aber auch in meinen E-Büchern. Da gibt es auch ganz wundervolle Rezepte. Und jetzt will ich mal von dir wissen, was ist denn dein Quick Fix Lieblingsrezept zurzeit? Hinterlass es mir mal in den Kommentaren.